Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich hier gerade eben bei einem einsamen Getreidefeld. Na gut, so einsam ist es nicht. Hinter mir läuft eine Bundesstraße. Aber vor mir ist gerade ein richtig schöner Himmel. Und auf dem Feld steht ein einsamer Baum. Das findet man hier aktuell oder generell ein bisschen seltener. Deswegen freue ich mich, dass ich den gefunden habe. Und ja, hinter mir ist, also über mir ist ein glasklarer Himmel und vor mir sind richtig schöne Wolkenstrukturen und im Hintergrund ein schönes Morgenrot. Und ich würde gar nicht um den heißen Brei reden, sondern würde direkt loslegen. Also, ich habe jetzt hier schon mal meine Kamera aufgebaut und ich werde jetzt hier meinen Filterhalter schon mal aufschrauben. Und jetzt nehme ich euch am besten mit in mein Display. Und ich starte jetzt am besten erstmal mit dem Querformat. Jetzt könnt ihr hier mein Display sehen. Und ich suche mir jetzt am besten erstmal eine schöne Perspektive. Und ich gucke jetzt gerade mal. Und zwar gibt es hier so eine Traktorspur hier in dem Feld. Und ich würde es ganz gern benutzen, um so ein bisschen Führung in mein Bild zu bringen. Ich würde mal sagen, ich mache das am besten so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da führt schön die Traktorspur von der linken unteren Ecke in die Bildmitte. Und genau, so würde ich das Ganze einrichten. So, jetzt habe ich jetzt Bild eingerichtet. Und jetzt gucke ich am besten noch, dass das Bild komplett ausgerichtet ist. Ich werde jetzt mal den Horizont auf die Linie setzen. Oder wie mache ich das? Wenn ich noch ein bisschen reinzoome, sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ja, also mir gefällt am besten in dem Fall den Baum in die Mitte und den Horizont auch in die Mitte. Und ich denke mal, bei dem Hochformatbild wird es dann ein bisschen anders da aussehen. So, jetzt ist gerade meine Kamera ausgegangen. Genau, jetzt schauen wir mal nach dem Histogramm. Gerade ausgerichtet ist es. Und das Histogramm sieht relativ gut aus. Ich denke, ich werde mal einen Medium-Filter benutzen. Den legen wir jetzt einmal hier ein. So. Jetzt sehen wir ja, jetzt gehen die Tiefen ein bisschen nach oben. Es sind aber keine Tiefen angeschlagen und es sind auch keine Lichter angeschlagen. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt können wir mal reinzoomen und fokussieren mal auf den Baum. Und sind jetzt bei einer Blende 9. ISO 100. Jetzt hatte ich natürlich vom Film noch ISO 5000 drin. Aber das werden wir ganz schnell ändern. So. Blende 9, ISO 100, 1,3 Sekunden Belichtungszeit und los. So, und wie wir sehen, ist es nichts ausgebrannt. Ich werde aber noch ein bisschen unterbelichten, weil es sieht mir auf dem Kameradisplay noch ein bisschen hell aus, der Himmel. Quasi der Himmel überhalb von den Wolken. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das kann man jetzt in Photoshop oder in Lightroom noch ein bisschen nachkorrigieren. Und ich würde sagen, ich schaue jetzt mal nach einem Hochformatbild. So. Ja, das sieht auch schon mal sehr gut aus.
Allerdings hätte ich ganz gerne die Traktorspur noch ein bisschen anders. So Leute, ich bin jetzt noch mal ein bisschen weiter weg von der Traktorspur und bin jetzt mal ins Hochformat gegangen und habe mir jetzt hier mein Bild ein bisschen anders eingerichtet. Und zwar habe ich jetzt 2/3 Vordergrund und nur 1/3 Himmel und bin ein bisschen weiter weg vom Feld, dass ich schön die Blüten oder die, ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie man das nennt, quasi diese langen Stängel, diese Blüten von dem Korn vom Feld im Bild habe. Und das sieht meiner Meinung nach auch richtig gut aus. Und jetzt werde ich nochmal den Filter anpassen. Und jetzt sehen wir auch wieder, es ist nichts angeschlagen im Himmel und keine Unterbelichtung. Und ich bin jetzt bei einer Blende 9, 1 Sekunde Belichtungszeit. Fokussiere auf den Baum und drück ab. Ja, mega. Das sieht doch mal richtig gut aus. So Leute, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal gemacht habe, ist mich rumgedreht, denn hier habe ich auch eine ganz coole Stelle gefunden. Und ja, hier hinten ist der Himmel richtig schön rosa und vor mir, jetzt mache ich gerade mal die Kamera an, vor mir ist jetzt wieder so ein Getreidefeld und auch ein paar kleine blaue Blümchen und die finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt muss ich mal die Kamera anmachen. So. Nehme ich erstmal den Filterhalter ab und zeige euch mal, wie ich das Bild eingerichtet habe. Und zwar habe ich das Bild jetzt einfach mal so eingerichtet, dass ich quasi fast 2/3 von dem Getreide habe und hinten Himmel. Und so ein bisschen Eyecatcher habe ich noch ein bisschen in der Ecke, noch diese blauen Blümchen. Spektakulär. So, und ich habe jetzt hier, das jetzt. So wie es aussieht, seid ihr vielleicht gerade live dabei zu sehen, wie meine Kamera kaputt geht. Ich hoffe nicht, ich bin gerade ein bisschen, und zwar vielleicht seht ihr das auf der Kamera, hier, das flackert alles ein bisschen. Und wenn ich nach drüben gehe, dann ist es auch nicht gerade besser. Auf jeden Fall
Ich hoffe, das geht. Das gibt sich wieder. So, ja. Also, meine Kamera. Ja, keine Ahnung, was mit der ist. Und zwar, ich denke, es ist ein Displayproblem. Ich befürchte, es ist ein Displayproblem. Denn dieses Flackern, das habe ich auch in der Bildwiedergabe. Und ja, ist jetzt nicht so toll. Aber ich gucke mich sowieso gerade nach einer neuen Kamera um. Und ja, vielleicht seht ihr die ja auch hier bald auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dann seht ihr vielleicht, ob ich eine neue Kamera bald habe. Und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.